Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Auslandsgesprächs. Heute richten wir den Blick nach Kolumbien. Da fanden Präsidentschaftswahlen statt. Und zum ersten Mal hat ein linker Kandidat, Gustavo Petro, gewonnen. Um da ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, die Bedeutung dieser Wahlen einordnen zu können, freue ich mich sehr, Oliver Dallichau, den Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bogotá in Kolumbien, begrüßen zu können. Hallo und herzlich willkommen, Oliver. Buenas tardes, Nils. Ich freue mich, dass wir zusammen sind. Wie gesagt, Oliver, es war ein historischer Wahlsieg. Die politische Linke in Kolumbien hat jahrzehntelang schwere Zeiten hinter sich. Kolumbien ist zwar eines der wenigen lateinamerikanischen Länder, was kontinuierlich Wahlen durchführt und eine demokratische Verfassung hat und auch eine demokratische Verfassungswirklichkeit. Trotzdem haben linke Kräfte immer wieder mit Unterdrückung, mit Verfolgung zu kämpfen gehabt. Wir hatten lange Zeit Bürgerkrieg in Kolumbien. Aber trotzdem hat mit Gustavo Petro jetzt sehr knapp im zweiten Wahlgang zum ersten Mal ein Vertreter der fortschrittlichen Kräfte gewonnen. Wer ist Gustavo Petro und warum hat er gewonnen? Also Gustavo Petro ist vor allem kein Unbekannter. Seit über 30 Jahren ist Gustavo Petro ein politischer Akteur in verschiedenen politischen Ämtern. Er war unter anderem jetzt die letzten Jahre Senator, aber auch schon Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá. Und das macht ihn erstmal zu einer Person, die sehr viele Kontakte hat, sehr viele Kontakte im Inland, aber natürlich auch in der Region und international. Daher, glaube ich, kann man sich auf einen Präsidenten Petro freuen und man hat vor allem auch keinen Unbekannten gewählt. Und erlaube mir nur kurz, der Abstand der letzten Wahl mit 700.000 Stimmen ist dann doch mehr, als hier viele erwartet haben. Also wir freuen uns, dass es dann doch so deutlich geklappt hat. Was war der Grund, dass er im zweiten Wahlgang sich durchsetzen konnte? Der Gegenbewerber war ja ein Außenseiter, ein Quereinsteiger, der vor allem populistisch aufgetreten ist, der den Kampf gegen Korruption sich auf die Fahne geschrieben hat, aber im zweiten Wahlgang doch dann ganz stark auch von den traditionellen konservativen Eliten unterstützt worden ist. Wie kam es, dass eben zum ersten Mal sich ein linker Bewerber durchsetzen konnte? Wie immer gibt es sicherlich ganz viele Gründe. Aber ein Hauptgrund war, dass es Gustavo Petro bei diesem zweiten Wahlgang gelungen ist, nochmal ganz viele Menschen an die Urne zu bringen. Ganz viele Menschen, die noch nie gewählt haben in Landesteilen, wo traditionell die Wahlbeteiligung sehr niedrig war. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe gewesen. Die Leute haben diesmal gesehen, wenn ich gehe, wenn ich mein Kreuz mache, das gilt ja für die ganze Welt, dann kann ich etwas ändern, dann kann ich mitbestimmen. Und das ist Gustavo Petro gemeinsam mit seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Francia Márquez gelungen, im Endspurt nochmal deutlich zu machen, es geht hier wirklich um unsere Zukunft, es geht um die Zukunft von Kolumbien. Und dann als zweiter Punkt, sie haben beide ein aus meiner Sicht ganz gut durchdachtes Programm. Und im Gegensatz zu dem Rodolfo Hernández, dem Gegenkandidaten, der nur ein Thema hatte und das auch sehr populistisch gespielt hat, Korruptionsbekämpfung, haben Petro und Francia Márquez ein Programm für ganz Kolumbien, wo sie viele verschiedene Themen ansprechen, die sie für das Land ändern wollen. Und diese Kombination hat, glaube ich, dazu geführt, dass am Ende dieser Wahlsieg dann doch so deutlich und auch vor allem freudig entgegengenommen wurde. Hier war eine große Party und die Leute waren ganz aus dem Häuschen. Das neue Element verkörpert ja auch die zukünftige Vizepräsidentin. Frau Márquez ist eine Afro-Kolumbianerin, also eine Kolumbianerin mit Wurzeln, familiären Wurzeln in Afrika. Was bedeutet das für die kolumbianische Gesellschaft, die ja durchaus in sich auch sehr vielfältig ist?
Und bei weitem nicht nur von weißen Kolumbianern europäischer Abstammung geprägt ist. Aus meiner Sicht bedeutet das erstmal, dass man auf dieser obersten Ebene des Staates sieht, wie die Diversität Kolumbiens sich abbildet. Und dass Francia Márquez als Vizepräsidentschaftskandidatin angetreten ist, hat auch dazu geführt, dass die beide im Team am Ende gewinnen konnten. Francia Márquez ist noch eine relativ junge Frau. Sie ist 1981 geboren, ist alleinerziehende Mutter, hat im Tagebau gearbeitet und auch als Haushaltshilfe. Sie kommt sozusagen aus einer ganz anderen aus einem gesellschaftlichen Milieu. Und in der Kombination mit Gustavo Petro, hat es eben genau auch den Unterschied gemacht, zu zeigen, wir treten zusammen an, wir haben gemeinsam, trotz aller Unterschiede, eine Vision für dieses Land und daher glaube ich, war es eine gute Wahl, dass sie beide zusammen diesen Wahlkampf durchgeführt haben. Und sie ist auch eine Expertin nicht nur für Frauenrechte, sondern auch für den Umweltschutz. Und das wird ein großes Thema sicherlich dieser Präsidentschaft. Wie viel Rassismus und Diskriminierung gegenüber Kolumbianern indianischer Abstammung oder afrokolumbianischer Prägung gibt es denn in dem Land? Das ist für mich aus der eigenen Erfahrung natürlich überhaupt nicht so leicht zu beantworten. Aber alles, was ich höre, was ich natürlich auch beobachten kann, ist, dass die kolumbianische Gesellschaft auf dieser Flanke ein großes Problem hat. Francia Márquez wurde im Wahlkampf kontinuierlich rassistisch beleidigt, aber auch als Frau beleidigt. Und das ist etwas, was die neue Regierung sicherlich ebenso angehen wird. Es gibt die Idee und auch das Projekt von Gustavo Petro, ein neues Ministerium der Gleichstellung aufzubauen. Francia Márquez als Vizepräsidentin wird auch gleichzeitig Ministerin in diesem neu geschaffenen Ministerium. Und eine ihrer Aufgaben wird sicherlich sein, gegen den strukturellen Rassismus in der kolumbianischen Gesellschaft vorzugehen. Aber auch das wird sicherlich, wie so viele andere Projekte, nicht ganz so einfach und bedarf Unterstützung und langem Atem. Wenn man auf die akuten Probleme des Landes schaut, dann ist das wie in vielen anderen Weltgegenden die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie, die zum Beispiel auch den Tourismus beeinträchtigt hat. Es ist aber auch die Frage, wie man Arbeitsplätze in der Breite des Landes schaffen kann. Was sind denn die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen des neuen Präsidenten? Also beide sind angetreten, ein demokratischeres, ein sichereres, ein umweltfreundliches und vor allem ein sozial gerechteres Kolumbien zu fordern und auch natürlich in diese Richtung die Politik zu lenken. Wie wollen Sie es machen? Petro hat als Wirtschaftswissenschaftler einige Ideen. Er sagt, es kann nicht so weitergehen, dass wir unsere gesamte Wirtschaft auf Öl und auf Kohle ausrichten. Wir müssen diversifizieren. Er stellt sich vor, und da hat er die Unterstützung, dass es ein gerechteres Bildungssystem geben soll, dass der Dienstleistungssektor ausgebaut wird und dass genau, wenn es einen umfassenden Friedensprozess gibt, dass dann auch mehr Touristen ins Land kommen. Und mit dieser Kombination von einer diversifizierten Wirtschaft möchte er die Abhängigkeit von Öl und Kohle reduzieren und damit natürlich auch mehr Menschen in gut bezahlte Arbeit bringen. Eine andere aktuelle Herausforderung sind die Flüchtlinge aus Venezuela. Das Nachbarland Venezuela steckt in einer tiefen politischen und auch wirtschaftlichen Krise seit vielen Jahren schon.
Wir haben immer wieder gehört, dass das Miteinander zwischen Venezolanern und Kolumbiern relativ unproblematisch ist. Es gibt ja auch keine sprachlichen oder kulturellen Barrieren. Wie stellt sich Gustavo Petro die Beziehung zu Venezuela vor? Und wie ist die Reaktion der Kolumbier auf die venezolanischen Flüchtlinge angesichts der Wirtschaftskrise? Ja, also Venezuela war im Wahlkampf ein großes Thema und Gustavo Petro hat angekündigt, die Beziehungen zu normalisieren. Das heißt, dass es überhaupt erstmal wieder Gespräche gibt und dass es gemeinsame Kommissionen gibt, wie zum Beispiel die Grenzkriminalität eingedämmt werden kann. Da wird erwartet, und auch dafür sind die beiden sicherlich gewählt worden, dass es eine Veränderung in der Außenpolitik zu Venezuela gibt. Was das gesellschaftliche Zusammenleben der venezolanischen Migranten in Kolumbien angeht, sie haben erstmal auf dem Papier viele Rechte. Das war eine der wenigen positiven Entscheidungen der aktuellen Regierung. Aber auch sie erfahren tagtäglich Erfahrungen. Es ist für venezolanische Flüchtlinge leider auch hier nicht ganz so einfach, ein menschenwürdiges Leben zu finden, einen Arbeitsplatz zu finden, weil insgesamt die wirtschaftliche Situation auch für viele Menschen, die in Kolumbien geboren sind, auch nicht ganz so einfach ist. Daher, ja, es gibt ein Zusammenleben, aber auch da ist noch Luft nach oben. Das Zusammenleben in Kolumbien selbst ist eine Riesenherausforderung. Wir hatten jahrzehntelang Bürgerkrieg. Wir haben aber auch in den letzten Jahren sehr erfreuliche Entwicklungen gehabt. Es gibt ein Friedensabkommen, das die Vorgängerregierung, der Vorvorgänger als Präsident von Gustavo Petro geschlossen hat. Die Umsetzung des Abkommens verläuft schleppend. Es hat ganz viele Dimensionen und wir sind noch mitten in der geplanten Umsetzungsphase. Aber eine zentrale Herausforderung ist die Umverteilung von Vermögen, vor allem eine gerechte Landverteilung. Denn solange viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer kein eigenes Land bewirtschaften können, fehlt ihnen auch einfach die Möglichkeit, eigenes Einkommen zu erzielen. Und wir haben eine horrende Ungleichheit in der Eigentumsverteilung, wie in anderen lateinamerikanischen Ländern auch. Und manche der Kolumbianer haben daraus die Konsequenz gezogen, zu den Waffen zu greifen und es zu verändern. Das war auch nicht gerade hilfreich. Und deshalb ist das Friedensabkommen so wichtig und die Schaffung gleicher Lebensverhältnisse, gleicher Lebenschancen durch eine umfassende Landreform, durch die Wiedereingliederung ehemaliger Guerillakämpfer und ihrer Familien in die Gesellschaft, aber auch umfassende Sicherheitsgarantien, dass die, die die Waffen niedergelegt haben, nicht von Milizen, rechtsgerichteten Milizen umgebracht werden. Da haben wir in den letzten Jahren sehr traurige Erfahrungen machen müssen, dass Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Vertretern der ehemaligen Guerillaorganisationen ermordet worden sind. Sogenannte Líderes Sociales, also Anführer von gesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften und Ähnlichem sind ebenfalls Opfer von Anschlägen. Gleichzeitig bemüht sich eine Wahrheitskommission um die Aufarbeitung der Verbrechen aller Seiten während des Bürgerkrieges. Also ein sehr ambitioniertes Friedensabkommen. Wie schätzt du den Stand der Umsetzung ein und was sind die Versprechungen von Gustavo Petro in dieser Hinsicht, denn das ist doch sicher der wichtigste, sozusagen definierende Rahmen für die kolumbianische Politik auch in der nächsten Zeit. Ja, also die Umsetzung oder die das Wiederauferlebens des Friedensvertrages wird zentral sein. Wenn es Gustavo Petro nicht gelingt,
hier diesem Vertrag von 2016 neues Leben einzuhauchen, dann wird es sicherlich für seine nächsten 4 Jahre oder seine Regierungszeit sehr, sehr schwierig, auf anderen Gebieten Erfolge zu erzielen. Daher hat er die Wiederbelebung des Friedensvertrages zu einem seiner Hauptpunkte gemacht und lädt zu einem runden Tisch, zu einer nationalen konzertierten Aktion ein, bei dem alle politischen Akteure, zivilgesellschaftliche Gruppen und ehemalige Kämpfer eingeladen werden, um diesen Friedensvertrag wiederzubeleben. Da wird es Widerstände geben, sicherlich Widerstände auch von der rechtsgerichteten jetzt Opposition, aktuell noch Regierung, die in den letzten 4 Jahren nicht so ein großes Interesse hatte, diesen Friedensvertrag voranschreiten zu lassen. Und in wenigen Tagen, Ende des Monats, wird es die Vorstellung des Berichtes der Wahrheitskommission geben. Die einen sagen, er geht viel zu weit, die anderen sagen, er geht nicht weit genug. Das wird auch eine Herausforderung für den neuen Präsidenten sein, diesem Bericht so ein politisches Gewicht auch über den Präsentationstag hinaus zu geben. Denn da steckt so viel drin, so viel an Wissen, so viel an ja, auch an Eingeständnissen, was in den letzten Jahrzehnten an schrecklichen Dingen passiert ist. Aber ohne diesen Wahrheitsbericht wird es in Kolumbien keine Aufarbeitung geben. Daher ist das ein zentraler Punkt. Und es ist, so wie du gesagt hast, auch ein zentraler Punkt, dass die Líderes Sociales, die lokalen Führungskräfte geschützt werden. Die Morde gehen tagtäglich an ihnen weiter. Und wenn das der neuen Regierung gelingt, verbunden mit einer großen Landreform, dann würde sicherlich viel gewonnen werden, was in den letzten 4 Jahren leider ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Für uns in Deutschland ist die Umsetzung und die Unterstützung Kolumbiens bei der Umsetzung des Friedensabkommens ein zentrales Anliegen. Also dieses Abkommen wurde ja nicht zuletzt auch von dem damaligen Bundesaußenminister Steinmeier unterstützt. Deutschland hatte lange Zeit einen Sondergesandten für den Friedensprozess in Kolumbien, den grünen Politiker Tom Königs. Und deshalb richten sich auch viele Augen aus Kolumbien auf Deutschland bei der ja auf 15 Jahre angelegten Umsetzung des Abkommens. Uns ist das sehr bewusst. Wir haben als Ampelkoalition im Deutschen Bundestag einen Antrag eingebracht zur Unterstützung des Friedensprozesses, wo wir die Probleme klar benennen, wo wir unsere Vorstellungen formulieren. Und ein zentraler Punkt ist eben die Umsetzung der Landreform, der Schutz der Bevölkerung, die Sicherheit für alle Bevölkerungsgruppen, unabhängig von ihrer politischen Einstellung, der Kampf gegen Korruption, aber auch der Versuch, den Friedensprozess auszuweiten auf eine der kleineren Guerilla-Gruppen, ELN, die immer noch im Kampf sich befindet. Was sind die Erwartungen Kolumbiens an Deutschland? Und was können wir aus deiner Sicht konkret beitragen? Also erst einmal gibt es ganz ermutigende Zeichen. Die ELN ist ein zersplitterter Haufen, aber nach der Wahl gab es von den Führern der ELN durchaus Zeichen, dass gesagt wurde, wir wollen mit dieser neuen Regierung auch verhandeln. Das ist ein erstmal sehr ermutigendes Signal. Man muss sehen, wie sich das natürlich dann realisieren lässt. Aber auch von Seiten Gustavo Petros und Francia Márquez gibt es erstmal die Bereitschaft, mit der ELN zu verhandeln. Und was von Deutschland erwartet wird, ich glaube, die Erwartungen sind groß und auch zu Recht. Seit über 150 Jahren gibt es diplomatische Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern und die kolumbianische Zivilgesellschaft, aber auch die kolumbianische Regierung weiß,
wie partnerschaftlich wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Daher ist es jetzt von besonderer Bedeutung, dass an diesem Engagement nicht nachgelassen wird. Im Gegenteil, die neue Regierung hat solch große Aufgaben, dass sie die ja kaum alleine schaffen können. Daher das Engagement Deutschlands, aber auch der uns nahestehenden Partei ist in dieser Situation von wirklich ausschlaggebender Bedeutung. Das kann bei einem Besuch anfangen, aber das kann natürlich auch in gemeinsamen Projekten der internationalen Zusammenarbeit weitergehen. Da, glaube ich, gibt es erstmal keine Grenzen, aber die Erwartungen sind groß und ich glaube auch als Deutschland gönnen wir uns in einer eher schwieriger werdenden Welt auf die neue kolumbianische Regierung erst einmal mit gutem Gewissen freuen und dann im weiteren Verlauf die Beziehungen weiter ausbauen und natürlich verbessern. Also freuen tun wir uns auf alle Fälle. Also hier im Deutschen Bundestag haben sich ganz viele über den Wahlsieg von Gustavo Petro wirklich gefreut und damit auch die Hoffnung verbunden, dass Kolumbien eine positive Entwicklung nimmt. Wir haben ja nicht immer nur gute Nachrichten aus Lateinamerika, das schwankt immer hin und her. Aber mit diesem Wahlsieg ist klar, das demokratische Kolumbien wird erst noch mal gestärkt. Die soziale und ökonomische Veränderung braucht Zeit und Unterstützung. Und Gerechtigkeit ist eben nicht umsonst zu haben, sondern Gerechtigkeit beginnt bei der gerechten Verteilung von Land in einem ja zum Teil auch noch sehr stark landwirtschaftlich geprägten Land, eine Gesellschaft, die von den Arbeitsplätzen her sehr stark noch von der Landwirtschaft abhängig ist. Und es ist auch im europäischen Interesse, die Drogenökonomie auszutrocknen und alternative Möglichkeiten zum Bestreiten des Lebensunterhalts der Familien aufzubauen. Also deshalb kann uns das nicht gleichgültig sein, ob Gustavo Petro Erfolg hat oder nicht. Wir werden alles dafür tun. Herzlichen Dank, Oliver, für diese Einblicke. Vielen Dank. Weiterhin alles Gute in Bogotá. Vielen Dank. Alles Gute nach Deutschland und alsbald dann hier vielleicht in Kolumbien. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss, danke sehr.